morning in Costa Rica. Rainy day, the next. Auf geht's. So, let's go. Also, was liegt denn heute auf dem Programmplan? Regenwald. Ja. Faultiere. Ja. Vielleicht Barüllaffen, die finde ich ja tatsächlich besonders geil. Die sind ja gar nicht so groß, aber die schreien, ey, die können die direkt mit ins Stadion nehmen, super. Die würden den kompletten Münsterblock zusammenbrüllen. Aber das machen wir meistens auch alleine schon ganz gut. Und das Ganze natürlich mit einem privat organisierten Ausflug. Wir sind also nicht ganz individuell heute unterwegs, sondern wir fahren heute mit Red Frogs. Frogs Tours, Frog Tours, irgendwie sowas. Wir werden berichten. Jetzt gilt es für uns erstmal vom Schiff runter und den Ausflugsbus zu finden. Wir haben dafür eine Beschreibung bekommen. Könnte man dann, wenn man die liest, glauben, die junge Dame ist eigentlich Deutsche, glaube ich. Mhm. Die ist bestimmt schon lange weg aus Deutschland. Da waren so Sätze mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Muss ich ein bisschen überlegen, was sie meint. Wir gehen erstmal runter, oder? Kommst du mit? Let's go. Das Schlimmste bei dem Wetter ist natürlich, dass ständig die Linse vertropft ist. Für uns ist das überhaupt nicht schlimm. Das macht uns gar nichts aus. Es ist nur schade immer um die Videos. Aber also, vielleicht zeigen wir dir erstmal das erste Highlight hier in Limon, Costa Rica. Du hörst es vielleicht schon im Hintergrund. Die stehen hier immer, jeden Tag. Und da kann man nur gute Laune kriegen. Have a pretty day today, alright, good day today. A nice day today. We appreciate your visit. Thank you very much for being in Limon. Very much for being around. Thank you very much, ladies and gentlemen. So, that was jetzt easy. Da hinten liegt der Kutter, dann latscht du durch dieses Hafengebäude einfach strantepedes geradeaus durch. Dann steht einer mit dem Schild. So, da steht einer mit dem Schild, sagt hier hoch und da vorne, da kommt dann auch schon die Gabi angelaufen. Warum? Das ist hier, glaube ich, die Chefin. Sag ich einfach mal so, oder? Ja, und dann stehen hier die Busse und da wirst du dann aufgeteilt und dann geht es, ich wiederhole das an der Stelle gerne nochmal, in den Regenwald. Erstaunlich ist übrigens auch, wenn so, ich sag mal, so ein paar Tage Regen sind, ne? Das zieht ja bei vielen die Stimmung schon auch ein bisschen runter. Also gestern waren so ein paar Nöckelköpfe auf dem Schiff. 90% locker. Wir haben das ja anders gemacht. Wir haben ja den der Barkarte gefrönt. Yes. Ist aber auch laut hier, oder? Wir melden uns nachher wieder, wenn es was richtig Schönes zu sehen gibt. Und ich würde an der Stelle sagen, bleibt dran. Im Zweifelsfall lohnt sich das sogar. Ha, und hier, weißt du, ne? Wir haben das noch gar nicht gesagt. Wenn dir dieses Video gefällt, dann denk bitte an den Daumen hoch und abonniere den Kanal und die Glocke, dass du kein Video mehr verpasst. Thank you.
kurzes Zwischenfazit. Flora und Fauna hast du hier reichlich. Durchaus bemerkenswert. Und wenn du so ein, ich sag mal, so ein Naturenthusiast bist, ja, die so einen schrüsseligen Safari-Hut auf den Kopf schmeißt und die einen auf Quarterman machst, ja, dann ist das hier für dich total das Richtige. Mhm. Also Schmetterling, so riesengroßer Blauer, aber der ist einfach zu schnell, den kriege ich nicht gefilmt. Faultier, Kapuzineräffchen, Brüllaffen und anderes Getier. Was wir noch nicht gefunden haben. Doch, da waren ja auch Spinnen und so ein Kram. Ja, stimmt. Da können wir den Namen ja nicht Goldene merken. Seidenspinne. Ja, vielleicht auch die. Die ja auch wissenschaftlich schon mittlerweile, weil die ja so ein total tolles Netz macht. So stark und so. Ansonsten unfassbar viel Bäume, Natur, Palmen. Und die Bäume sind echt auch echt hoch. Also, das sind schon Mücken, viele Mücken. Also wenn du hier mal auch so einen Ausflug hier machst. Dreimal einsprühen. Gibt es ja viele Touren hier hin. Dann sprühe ich mindestens zwei, eher dreimal ein. Weil davon hast du eine ganze Menge. Und ansonsten, du siehst ja hinter uns diesen Weg, der geht, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube 1,5 Kilometer oder was. Im richtigen Fazit werden wir dir die richtigen Daten sagen. Hier so auf Stelzen durch diesen Urwald, dass man halt auch trockenen Fußes hier von A nach B kommt. Ja, halt. Und den muss man gleich wieder zurück. Ja, den gehen wir, glaube ich, gleich wieder zurück. Heieiei. Tropical Island. Nur in größer. Have a nice trip back to home.
good, good trip back to home. Yeah, man, pretty, pretty trip back to home. Goodbye, goodbye, goodbye. Happiness-en, 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 happiness-en. Just happiness-en, yeah, man, happiness-en. Das war spannend, wa? Junge, Junge. Komm, kannst du sagen, was du willst. Bist du direkt, bist du fast vom Stuhl gefallen. Müssen wir uns wieder an die eigene Nase fassen. Ist ehrlicherweise so ein ganz bisschen wie damals, hätte ich fast gesagt, als wir in Costa Maya waren und uns diese unfassbar spannenden Tempel angeguckt haben. Aber auch hier der Reihe nach. Wir haben gebucht einen wieder nicht Reederei, sondern privat organisierten Ausflug über Red Frog Tours. So. Red Frog Tours gehört der charmanten Dame, die sich da nennt Gabi. Das ist die Gabi. Die Gabi. Und wir hatten im Vorfeld mit Gabi auch per E-Mail wieder gut Kontakt, netten Kontakt, Fragen beantwortet, Geld, Überweisungsdeadlines und. Und apropos Geld, hat ja auch Geld gekostet, nämlich... Ui, 99 Dollar. Das war so die magische 100-Euro-Dollar-Grenze, darf man nicht überschreiten. Das ist marketingtechnisch total klug. 99 Dollar, wovon 49 Dollar pro Person ungefähr 3 Wochen vor Reise überwiesen werden sollte, als Sicherheit, was ich total gut verstehe übrigens. Ja. Also da weist die Maus keinen Faden ab. Und dann die restlichen 50 gab es dann vor Ort Cash auf Tash. So, was haben wir denn für diese 99 Dollar bekommen? Wir wurden morgens abgeholt, raus aus dem Schiff, durchs Terminal schnell durch, dann stand da auch schon einer mit Schild und so, hast du alles entspannt gesehen, ja, das war gut. Gefunden, kleine Busse und dann ging es los zum... Kauita. Eieiei, so heißt das. Kauita Park. Nationalpark. Das ist das, da wo die großen Bäume stehen, wo wir auf so ein... auf so einem Stelzenweg, Steg, sagt man dazu, durch eben diesen Urwald rennt. Und zugegebenerweise, ja, natürlich ist das spannend. So, wenn man, und jetzt will ich es gar nicht einschränken, wenn man so auf Flora und Fauna total Bock hat, ist das nicht nur spannend, sondern super spannend. Ja. Affen, Faultier, Spinnen, Raupen, Vögel, Schmetterlinge. Da war einmal so, ohne Scheiß. Ja. Ich übertreibe gerne, aber das war so ein Okulyt, aber der war so schnell, ich konnte die Kamera in der Zeit in an. So einen unglaublichen krassen Blau hat der geleuchtet. Ja, der war krass. Der war echt schön. Das Anti-Spinne, die wir gesehen haben, die war jetzt nicht so, die war so, aber auch für meine Verhältnisse schon groß. Die hatte schon Haare. Man kann da übrigens als Tipp, wenn du auf sowas abfährst, wenn du sagst, ey, nee, hey, was reden die, das ist super spannend, nimm definitiv eine richtig gute Kamera mit, Fotokamera, dann kannst du da richtig Fotos machen. Brüllaffen, die sind halt nur nicht so wirklich groß. Also die sind laut wie ein Gorilla, aber groß wie ein Chihuahua. Ein bisschen größer sind sie. So, die sind nicht groß, die sind super klein. Deswegen sieht man die auf der Kamera mit der blöden GoPro auch immer nicht so richtig. Nee. Naja, hört sie nur. Wir sind also einmal mit unserer Reise... Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Das war eine Dame, etwas lebenserfahren. Die hat lange Zeit auf den Bahamas gelebt. Dann war da ein Hurricane, alles kaputt. Dann ist sie weitergezogen. Lebt jetzt in Costa Rica. Übrigens Costa Rica. Warum heißt Costa Rica Costa Rica? Haben wir das im Video gesagt? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es. Ich sag's dir. Weißt du es auch noch? Nicht so halb, ja. Kolumbus war da. Und dann wurde er empfangen von Eingeborenen mit Geschmeide, Zeug, Ketten, bla. Und dann hat der gedacht, alter Vater, das ist hier voll das reiche Land. Und hat dann zu Hause in Spanien erzählt, Costa Rica, reiche Küste. Reiche Küste. Costa Rica. Jetzt weißt du es. Ist gar nicht so reich gewesen. Gab es fast überhaupt gar keine Bodenschätze. Nee. Da hat er sich vertan. Vertan, sprach der Hahn. Und stieg von auch immer. So, jedenfalls, wir sind langsam durch den Urwald hinzugelaufen, bis wir dann an dieser kleinen, am Strand waren, der eigentlich auch schön ist wahrscheinlich. Ja. Da war es halt auch bewölkt. Schwarzer Sand, also dunkler Sand. Hätte ich total gerne die Drohne hochgelassen, war ja auch relativ wellig, aber dort war ein Mitarbeiter des Nationalparks und der hat gesagt, hier, pass auf, Johnny, das ist ein Nationalpark, da bleibt die Drohne mal schön unten. Und dann ist das so, dann akzeptiert man. Ja, ja, klar, sehr logisch. Deswegen dort keine Drohnenaufnahmen und sind dann wieder zurück in einem etwas gleicher Weg, mit schnellerem Tempo, weil
War ja der gleiche Weg, hatten wir ja alles schon. Ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen doof. Rundweg wäre ja, cooler, ja. Aber ich weiß nicht, ob das da machbar ist. Mhm. So, das allerdings fand ich tatsächlich noch ganz schicki. Und dann ging es weiter mit so einem kleinen Bötchen, mhm. Tortuguera-Kanäle, mhm. irgendwie so Tortuguera-Guera-Kanäle. Jetzt kann das natürlich auch daran liegen, ich meine, das Wasser auf so einem Kanal, das wird niemals kristallklar sein. Nee. Also jetzt hat es natürlich aber auch viel geregnet in den Tagen und Wochen davor, das sah halt aus wie... Braune Suppe. Wenn ich bei uns in Hameln in die Kläranlage gucke, mhm. dann sieht das genauso mhm. aus. Es roch aber deutlich besser, mhm. also gar nicht. Und dann sind wir da lang gefahren und unser Bootsführer, mhm. ja, der hat dann natürlich an jeder Ecke dreimal angehalten und immer wenn irgendwas zu sehen war... Wie also zum Beispiel, er hat sie eingucken lassen, die linke Seite, sage ich mal, und hat dann nochmal gedreht, damit die anderen gucken können, und hat dann wieder gedreht und ist dann, also das war... Nee, das war grundsätzlich super nett. Das war nett. Ja, weil wenn die sehen, dann, ich sitze mhm. auf der anderen Seite, möchte ich ja auch sehen, mhm. die Sachen, die es da zu sehen gab. Jetzt werden wieder einige richtigerweise sagen, ey super, ganz viele Vögel, mhm. auch nochmal... Fischreiher, Millionen. Ja, ganz viele Fischreiher. Und gefühlt haben wir um jeden Kreis gemacht. Ja, weil ja so ein Fischreiher auch echt spannend ist. Jedenfalls, also wenn ich jetzt in der Großstadt wohne... Leguan haben wir gesehen, wir haben eine Schlange gesehen. Ja. Und ein Faultier. Ja. Affen? Weiß ja, ich gar nicht mehr. Kann sein. Ja. Wenn ich jetzt in der Großstadt aber wohnen weit würde. Weg. Ne, und ich habe ein Tier bisher immer nur in Büchern gesehen. Mhm. Dann würde ich sagen, boah geil. Mhm. Hey, jetzt wohne ich hier auf dem Kaff, ich sehe den ganzen Tag Tiere. Andere, aber viele Tiere. Aber... Ganz bewusst, also hier soll kein Gemecker sein, an die eigene Nase fassen. Wir wussten doch im Vorfeld, das ist ein Naturausflug. Mhm. Costa Rica. Nochmal hin? Costa Rica bestimmt, ja. Ja, ist nämlich tatsächlich auch ein geiles Land. Mhm. Relativ fortschrittlich, Gesundheitssystem, mhm. Sozialsystem, also die sind da genau. Top of the Pops. Die haben vor einigen Jahren ihre Armee abgeschafft, mhm. um die Knete, die sie dadurch sparen, die war eh so klein, also da war ja keine richtige Armee, um die Knete aber ins Sozialsystem zu stecken. Also ja. Super coole Sachen. Ja. Der Ausflug genau, aber gut, mit Red Frog, die bieten auch andere Ausflüge ja. an. Ja, preislich fand ich es okay. Völlig normaler Preis, bisschen günstiger als TUI, die machen den gleichen Ausflug ja. auch in die gleichen Kanäle und in den gleichen Regenwald. Da kostet es allerdings echt mehr. Mhm. Preislich okay, Kommunikation war cool, also von daher hat alles gestimmt. Es war für uns nicht der nicht ganz so. Richtige Ausflug. So muss man es halt mal sagen, oder? Also in diesem Regenwald fand ich tatsächlich ganz cool. Ich meine, da muss man halt einfach Glück haben. Das ist Natur, das muss jedem bewusst sein. Man kann halt Pech haben und sieht gar nichts. Bäume. Und man kann halt Glück haben und sieht halt auch ein bisschen was. Ja. Aber wie gesagt, man braucht halt echt eine gute Kamera, um dann wirklich auch gute ja. Fotos und so zu machen. Ja doch, Murph, musst du nicht den Kopf schütteln. Ist so. Ich war da ja auch schon mal in diesem Regenwald. Ich hatte ein bisschen ja. mehr Glück. Ich habe damals gefühlt ein bisschen mehr gesehen. Mhm. Aber tatsächlich auf diesem Fluss, also das fand ich wirklich, doch, ist so, Hund. Ja. Das war wirklich unglaublich langweilig, tut mir leid. Ja. Also das... Und vor allem, weil es sich auch so hingezogen hat ja. und er ist immer weitergefahren. Und da habe ich gedacht, so, wir haben doch jetzt eigentlich alle Fischreiher, die dort leben, gesehen. Und von denen auch noch die und Eltern. Und von denen auch noch die Eltern und Cousins und so. Ja. Aber wenn du auf Fischreiher stehst, kommst ja. du entweder nach Hameln oder Costa Rica genau. auf die Kanäle. Ja, muss man sich überlegen, was günstiger ist. Und nein, dann, also das würde ich, diese Flussfahrt würde ich jetzt nicht nochmal machen. Nee, ich auf gar nicht. Keinen Fall. Urwald vielleicht, weil man mhm. ein bisschen mehr Glück hat, man halt noch mehr Tiere. Ja. Aber die Flussfahrt brauche ich auch nicht mehr. Nee. Mache ich auch nicht. Apropos Flussfahrt. Jetzt ging es ja noch weiter, oder? Mhm. Nach Panama. Panama. Da ist ja auch sowas wie ein Fluss, nur ohne Fließen, mit Stehen. Das nennt sich dann Kanal. So ist es. Das war, ehrlich gesagt, im Vorfeld, wir gucken uns das gleich zusammen an, oder? Mhm. Im Vorfeld dachte ich, okay, wird nett. Ja. Tatsächlich habe ich mich auf Panama gar nicht gefreut. Aber wie war's? Aber der Hammer. Das war ziemlich geil. Seht's und warum? Gleich im Video. Guck mal rein, oder? Ja. Tschüssi, mach gut. Ja.